Herzlich willkommen in dieser Videoreihe. Ich möchte dir benötigte Kenntnisse zu einem Textverhaltensprogramm, nämlich Word 2016, zeigen, damit du da eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VBA, Diplom oder auch Seminararbeit schreiben kannst. Und hier jetzt in diesem 20. Video geht es darum, wie kann man Zitate, also etwas, was man aus einem anderen Buch zum Beispiel zitiert, unter Anführungszeichen, um einen Zentimeter einrücken kann, mit Hilfe einer Formatvorlage. Also nehmen wir mal an, ich habe hier ein Zitat. Beim Zitat verwendet man hier ein Anführungszeichen. Gehe ich einmal hierher, mache daraus einmal ein Zitat, markiere das Ganze und diesen Bereich möchte ich um einen Zentimeter dann einrücken. Dieses Einrücken könnte ich einmal einfach so machen, indem ich hierher gehe, auf Absatz, und könnte hier dann, also die rechte Maustaste, habe das Kontextmenü geöffnet und kann dann hier beim Einzug links einen Zentimeter einstellen. Klicke auf 1, klicke auf OK und genau dieser Bereich, den ich vorher markiert habe, wird dann um einen Zentimeter dann eingerückt. Wenn ich das mit einer Formatvorlage machen möchte, mache das vorher nochmal rückgängig, dann suche ich mir hier eine Formatvorlage, die dazu passt. Hier habe ich schon Zitat. Dann würde ich hier schon etwas machen und würde das so verwenden. Wenn ich das aber dann genauso einstellen möchte, wie ich es schon habe, dann gehe ich daher und ändere die Formatvorlage. Ich gehe also auf Ändern. Habe hier die Format, den Namen dieser Formatvorlage, habe hier weiterhin die Schriftgröße, möchte hier vielleicht einen Blocksatz haben und gehe jetzt hierher auf Absatz und stelle dann wieder etwas Ähnliches ein, wie wir es da gehabt haben. Ich stelle hier einen Zentimeter ein und beim Einrücken hier auf der rechten Seite möchte ich das ja nicht, das soll ja gleich bleiben. Da habe ich hier 1 eingestellt, klicke auf OK, dann merke ich, dass hier kursiv auch ist, nehme ich weg. Und habe dann hier dasselbe Resultat, nur mit dem Unterschied, dass ich hier dann diese Formatvorlagen sehr bequem noch einmal verwenden könnte. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel hier wiederum jetzt ein Zitat machen würde, ich kennzeichne das jetzt hier wieder mit diesen Anführungszeichen, gehe daher und kann dann in Zukunft bei jedem Absatz, den ich das Zitat eben dann sehe, kann ich hier dann diese Formatvorlage verwenden und automatisch wird sie um diesen einen Zentimeter dann eingerückt. Das hat also den Vorteil, dass ich nicht jedes Mal den Abstand von der linken Seite einstellen muss. Danke für die Aufmerksamkeit.